Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich einen Fullface Bare Minerals Adventskalender für dich. Ja, würde ich mal so sagen. Ein Produkt habe ich dabei, was nicht im Adventskalender war, denn da war keine Foundation mit dabei. Dann nehme ich dann die Puder Foundation. Die hatte ich schon mal in so einer kleinen Goodiebag irgendwie bei Douglas mit dabei. Ich sehe gerade, dass meine Hände leider etwas glitzern, weil ich mir die Sachen irgendwie zusammengesucht habe und irgendwas war offen. Naja, wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Genau, ich habe hier irgendwie aus allen Bereichen von dem Adventskalender mir was hier auf den Tisch gestellt und werde es dann jetzt nach und nach in meinem Gesicht verwenden. Ich habe mir auch einen Kaffee gemacht. Da habe ich von der lieben Marion, Trisana Tandler, einen Engelbecher. Ich finde den so schön. Das ist die perfekte Tee- oder Kaffeetasse für mich. Und ja, deswegen, Kaffee ist bei mir ein absolutes Muss. Zuallererst waren da in dem Adventskalender auch einige Pflegeprodukte drin. Ich habe natürlich heute Morgen, jetzt haben wir es 3:30 nachmittags am Wochenende, habe ich mein Gesicht eingecremt. Ja, aber naja, wir gucken mal und ich mache es trotzdem drüber. Da habe ich einmal die Skin Longevity Vital Power Infusion. Das ist dieses Produkt hier und das wollte ich einfach mal jetzt über mein Gesicht geben und gucken, ob das was macht. Weiß ich ja nicht, ne? Oh, das ist so ein ganz flüssiges Serum, was so eine milchige Farbe hat. Oh, sehr flüssig. Okay. Riecht nach Multivitaminsaft. Aber es fühlt sich auf der Haut an wie Wasser. Und meine Haut glänzt auch so schön. Hm, das mag ich ja, ne? Doch, ich glaube, das werde ich jetzt mal öfters tragen. Guck mal, was für ein Glow das macht. Da ist ja also volle Kanne. Voll schön. Dann habe ich hier von, ja, was mache ich erst drauf? Ich habe jetzt hier einmal die Complexion Rescue Defense Radiant Tint. Da es halt Tint ist, mache ich die später drauf. Und hier habe ich nämlich noch den Primer. Da mache ich erst den Primer und dann die Bare Minerals komplett Complexion Rescue drüber. Irgendwie verrückt, oder? Wahrscheinlich müsste man entweder oder verwenden, aber keine Ahnung. Okay, den Primer gucken wir uns an. Oh Gott, der ist ja richtig silikonig. Da weiß ich jetzt nicht, ob das dann mit der Complexion Rescue harmonisieren wird oder ob man besser entweder oder hätte verwenden sollen. Ei, der ist richtig silikonig. Huh! Das fühlt sich auf der Haut an wie pures Silikon, das ich mir jetzt drauf gebe. Also von diesem Primetime Foundation Primer brauchst du wirklich nur ganz wenig. Und ich habe mir jetzt ein bisschen viel aufgegeben, deswegen muss ich das jetzt noch ein bisschen einarbeiten bzw. einziehen lassen. Ich nehme das, was auf meinen Fingern ist, tatsächlich jetzt ab, weil das ist zu viel. Ich habe leider echt zu viel verwendet. Da hilft, also da reicht wirklich nur so eine ganz minimale erbsengroße Menge oder so fürs Gesicht. Wow. So, das Ganze ist jetzt doch ein bisschen besser eingezogen in die Haut und ja, dann gebe ich jetzt die Complexion Rescue drüber. Die wird ja wohl, ja, die hat eine ganz, ganz minimale Tinted-Funktion. Also ich hatte das mal auf dem Handrücken mir angeguckt, das ist mehr so, dass die einen Highlighting-Effekt hat, ne? Also so schaut die aus. Das ist eigentlich eher eine Pflegecreme auch noch zusätzlich, aber die highlightet auch noch und die ist so nicht wirklich wie eine Foundation oder Tagescreme, ach Quatsch, getönte Tagescreme, ich weiß auch nicht. Das ist schwierig. Weiß nicht. Gesichtscreme würde ich fast schon eher dazu sagen. Also eine Deckkraft hat die nun wirklich nicht. Okay, ja. Jetzt kommen wir aber zu Foundation, denn so langsam möchte ich, obwohl, nee, ich glaube, ich mache mir tatsächlich erst meine Augen. Denn man weiß ja nie, wie sehr das gleich krümeln wird. Und zwar habe ich hier drei verschiedene lose Lidschatten drin gehabt in dem Adventskalender. Das ist einmal die Farbe Hart. Das ist so ein rosa Ton gewesen. Ich bin auch sehr gespannt, wie ich damit arbeiten kann. Rot-rosa Ton ist das quasi. Dann habe ich hier die Farbe, ups, erst drauf gucken, Queen Tiffany. Ach, das ist ein loser Lidschatten. Der ist halt so dunkelbraun. Halt alles mit Schimmer. Und die Farbe Nude Beach, das ist ein heller Ton. Genau, das heißt, es wird jetzt einfach ein Drei-Farben-Look. Easy. Easy, sagte sie und hatte ein bisschen Angst davor, sich losen Lidschatten aufzugeben. Okay, einmal ist immer das erste Mal. Aber ich werde erst meine Lider setten. Ich glaube, das macht Sinn. Obwohl, dann hält es nicht so gut, ne? Ich mach's direkt drauf. Okay, ich nehme jetzt hier so einen streng gebundenen Pinsel. Da habe ich von Real Techniques den Expert Concealer Brush. Okay. Ich denke, dass es tatsächlich mehr Sinn macht, von hell zu dunkel zu gehen, oder? Ich versuch's mal. Jo, dann nehme ich mir erst den hellsten Ton.
Heb den auf mein Auge. Oh, den kannst du auch super mono tragen. Guck dir den mal an. Hui. Boah, aber die Farbe gefällt mir richtig gut. Das sieht schick aus. Dann nehme ich die rötlichere Farbe und gebe mir... Obwohl, nee, die... Doch, die gebe ich quasi hier daneben einfach. Ja, sieht man nicht allzu viel von, ne? Nicht wirklich. Ja, ein bisschen sieht man. Die kannst du auch dann am besten... Also ich denke, dass diese losen Lidschatten auch tatsächlich eher dafür gedacht sind, sie dann solo zu tragen und nicht so einen verrückten Look damit zu machen. Aber ich versuche es trotzdem. So, und nach ganz außen gebe ich mir diesen bräunlichen Ton. Sind halt wirklich alles drei Schimmerfarben, ne? Das darf man nicht vergessen. Und du machst dir halt einen richtig schimmerigen Look damit. Aber ich mag das. Dann blende ich den jetzt mal so ein bisschen in der Lidfalte so oben drüber. Damit die Farben sich da auch etwas vermischen. Über Fallout und so weiter an den Seiten, so weit gemalt, kümmere ich mich noch nicht, weil ich da ja gleich noch arbeiten werde. Ich glaube, dass es cooler wäre, wenn ich die jetzt noch mit einem matten Ton nach oben hin ausblenden würde. Dafür nehme ich mir hier einfach den Bronzer, der auch mit dabei ist. Und ja, nehme den quasi als Hochblendeton irgendwie. Das sieht doch ein bisschen ordentlicher aus und ja, hier ist immer noch ordentlich Schimmer. Aber dann brauchst du nachher auch kein Augenbrauen-Highlight. Finde ich jetzt auch nicht allzu schlimm. Das gefällt mir. Ja. Aber ich denke, dass ich die Lidschatten tatsächlich eher solo im Alltag tragen werde und weniger so in Kombination miteinander, weil ich finde, das dann halt, naja, kann man machen, muss aber nicht, ne? Ja. So, ich habe jetzt hier einfach einen angefeuchteten Beautyblender, mit dem kann ich hier einfach mal ein bisschen sauber machen, aufräumen, wie auch immer. Ich nehme den jetzt einfach, weil ich eben gemerkt habe, dass ich ja eigentlich gar kein Schwämmchen bräuchte. Und ich habe ihn trotzdem hier hingelegt. Also, naja, das Wasser, was ich dafür verschwendet habe, muss ja auch verwendet werden. So, dann nehme ich mir einen Foundation-Pinsel und die Puder-Foundation. Welche Farbe ist das? Medium war das, glaube ich, ne? Medium Beige, jo. Im Sommer hat das gut funktioniert. Im Winter müssen wir jetzt mal gucken. Genau, dann dippe ich da einfach so ein bisschen rein. Und trage mir die auf. Die ist ein bisschen gelb jetzt. Da ich keinen Concealer habe, trage ich das auch tatsächlich bis unter meine Augen auf. Und eine Puder-Foundation kannst du am besten auftragen, indem du das halt tupfst. Ich finde sie halt ein bisschen zu schwierig auszublenden, weil ich tupfe erst und dann blende ich das Ganze. Das finde ich ziemlich mühselig. Also ich bin jetzt schon eine ganze Weile dabei, die Foundation einzuarbeiten. Boah. Da ich ja mein Gesicht und meinen Hals irgendwie aneinander anpassen muss, verwende ich nach unten hin, also zum Hals hin, einfach einen fluffigeren Pinsel, weil ich kann jetzt nicht mein ganzen Hals- und Dekolleté-Bereich mit dieser Foundation so dunkel machen. Also sie ist echt viel zu dunkel für mich. Mist. So, bitte verzeiht mir jetzt, wenn das Ganze nicht ganz optimal aussieht, aber irgendwie lässt es sich jetzt auch nicht besser verblenden und die Farbe, damit müssen wir jetzt halt einfach mal leben. Ich sehe aus, als wäre ich ja, ein halbes Jahr in Ägypten gewesen und hätte da den ganzen Tag in der Sonne gelegen, würde ich mal so sagen. Aber vielleicht wird das Ganze auch etwas heller noch. Mal gucken, wenn ich Puder verwende. Was ich aber zu der Foundation sagen muss, ist, dass sie wirklich wunderschön sitzt. Sie kriecht in keine Fältchen rein. Sie sitzt wie eine zweite Haut. Und ich denke, wenn ich die in meiner wirklichen Hautfarbe hätte, wäre es auch wundervoll, weil sie halt auch perfektioniert, aber noch den Glow durchlässt. Siehst du, das ist eigentlich schon ein ganz geiles Produkt und im Sommer werde ich die auch sehr gerne wahrscheinlich noch tragen. Und da werde ich dann auch so einen fluffigen Pinsel nehmen und das Ganze auftragen. Da brauche ich auch keine allzu hohe Deckkraft dementsprechend, ne? Ja, aber so sieht es jetzt ein bisschen sehr dunkel aus. Egal. An sich ist es aber ein richtig gutes Produkt und wenn du diese Hautfarbe hast, würde ich dir auf jeden Fall mal empfehlen, dir das Produkt anzuschauen und dich da auch mal so ein bisschen ranzutasten. Denn es fühlt sich auch sehr, sehr schön und leicht auf der Haut an. So, hier habe ich jetzt ein Puder und da hoffe ich, dass dieses Puder vielleicht noch ein bisschen dafür sorgt, dass das Ganze etwas heller in meinem Gesicht aussieht. Und zwar ist das das Mineral Veil Powder. Ja, hat glaube ich keine Farbe. War auch im Adventskalender drin und ja. So, dafür nehme ich jetzt den Pinsel von eben, diesen fluffigen, und gebe das auf mein Gesicht. Nee, das hält leider nicht wirklich auf. Minimal, ganz minimal.
Oh, aber das macht wirklich ein schönes Ergebnis, muss ich sagen, ne? Also das macht die Haut wirklich sehr glowy, sehr perfektioniert. Das gefällt mir. Boah, ist das schön, oder? Wahrscheinlich müsste ich, um den richtigen Farbton zu treffen, auch so ein bisschen von diesem Mineral Whale Powder mit der Foundation einfach vermischen. Vielleicht funktioniert das ja. Das kann ich ja mal beim nächsten Mal versuchen. Ich hätte eigentlich gedacht, wenn ich mir so viel Puder ins Gesicht gebe, ne, weil das sind ja fast alles nur pudrige Texturen jetzt gewesen, dass ich dann irgendwann voll das Ultra Cake Face kriegen würde. Aber irgendwie, nö. Voll krass. Ja, also das Puder, muss ich sagen, hat mir auch nochmal richtig gut gefallen. Und es hat ein bisschen einen aufhellenden Effekt gegeben. So, dann kommen wir jetzt mal zum Bronzer und den werde ich multifunktional einsetzen. Hier ist der Bronzer, den habe ich euch eben schon gezeigt. Das ist in der Farbe Warmth. Das ist dieser hier. Den werde ich verwenden für meinen unteren Wimpernkranz. Den werde ich verwenden, um mir so einen minimalen Eyeliner zu ziehen. Den werde ich auch verwenden, um mir Augenbrauen zu machen. Und den werde ich verwenden, um mir einen Bronzer zu machen. Boah, jetzt auch aus der Nähe, ne? Ich kann mich nicht über die Foundation beschweren. Abgesehen davon, dass sie halt nicht wirklich leicht aufzutragen ist. Aber ansonsten, vom Finish her, finde ich die Ultra Wimpernkranz. So ein bisschen als Lidstrich. Sieht man jetzt nicht so mega, aber ein bisschen verdichtet hat es doch schon. Minimal. So, und jetzt für die Augenbrauen. Mal gucken, ob das geht. Da mein Teint sowieso sehr warm ist, denke ich, dass ich jetzt auch mit warmen Augenbrauen durchaus leben kann. Aber das ist jetzt doch etwas zu warm. Macht hier eigentlich einen von Zimmy drin? Hat der denn schon wieder hier mit meinem Pinsel gemacht, sag. Als Notlösung geht's, oder? So ganz grob. Da einfach gerade nichts anderes von Bare Minerals da und dann muss man halt einfach mal improvisieren. Naja, kann man machen, muss man aber nicht. Aber als Notlösung geht's auf jeden Fall klar. Naja, außer Ferne kann man es doch wohl so durchgehen lassen, oder? So, dann kommt er jetzt auch noch als normalen Bronzer hier zum Einsatz. Das ist sehr dezent. Ja, jetzt mit dieser dunklen Foundation. Ich denke, wenn ich den mal mit einer helleren, meinem Hautton entsprechenden Foundation benutzen würde, würde das Ganze auch etwas mehr wirken. So sieht der halt nicht wirklich aus, als wäre er da. Also geswatcht, ne? Sieht ja auch sehr schwach aus. Sehr schwach. Aber ich weiß noch nicht. Also als so ganz zarter Bronzer ist er auf jeden Fall was, ne? Aber man sieht ihn halt nicht wirklich. Das ist halt sehr, sehr, sehr dezent. Aber naja, wir haben ja noch einen zweiten. Und zwar ist das dieser hier, Foten nennt sich das. Das ist auch ein Produkt aus Puder. Aber es hat Glitzer mit drin. Also Schimmer, also Schein, also. Ne? Krass. Also wenn ich, also. Ja. Ui. Und der ist halt auch etwas stärker pigmentiert. Huch. Ja. Den hätte ich mir aber auf gar keinen Fall auf die Augenbrauen geben wollen, weil er halt Scheine, also Schein, Schimmer mit drin hat. Den gebe ich mir zum einen jetzt nochmal hier unter meinen Wimpernkranz und als Eyeliner auf. Wenn das funktioniert. Mal gucken. Wirkt jetzt auf dem Auge, beziehungsweise jetzt aufgetragen, doch heller aus. Wirkt er heller, als ich dachte. Was runterfällt, wird weggebürstet. Wir wollen nichts runterfallen haben. Ja, hat mehr Pigment, ne? Ich versuche ihn jetzt mal so ein bisschen als Bronzer-Topper aufzugeben, aber ganz vorsichtig. Ganz, ganz vorsichtig. Siehst du? Der ist. Ich mache da mal die Punkte hier, die noch in dem Pinsel drin sind. Die kriegst du auch so nicht gut raus, ne? Einfach mal hin und verblend das dann so. Traurig aber war, die Punkte bleiben. Das ist ja unpraktisch. Nee, das mag ich nicht gern leiden. Ich jetzt hier mit dem Foundation Buffer nochmal drüber, weil die sich mit dem fluffigen Pinsel nicht verblenden lassen haben. Und ich natürlich hier keine Punkte haben möchte. Das ist ein doofes Produkt für hier als Bronzer, ne?
jetzt nochmal mit dem Foundation-Pinsel probiert. Und da bin ich jetzt mal etwas mutig. Setze es mir quasi wie eine Kontur. Aber hier habe ich einen Fleck. Ne, also, ne. Naja. Es macht schon eine Kontur, ja. Also es macht mein Gesicht auch ein bisschen mehr so. Aber ich weiß noch nicht. Damit muss ich noch ein bisschen rumspielen. Das ist noch nicht so ganz bei mir jetzt angekommen. Aber ich finde es jetzt auch vom Farbton her jetzt nicht so, dass ich sagen würde, es ist mir viel zu rot oder sowas, ne? Naja, ich lasse das jetzt einfach so. Es ist ein bisschen unfallmäßig, aber wir kriegen das schon hin. So, Blush. Da habe ich drei verschiedene. Und zwar habe ich einmal einen ganz normalen matten Blush, der auch ganz normal gepresst ist. Pink Me Up heißt der. Den werde ich erstmal verwenden, um eine Basis zu haben. Denn die anderen beiden sind wieder lose Blushe, die ich dann als Topper verwende. Dann nehme ich den hier, den ich auch gerade in meinem Pinselreiniger hier, Brush and Easy Cleanser, kurz sauber gemacht habe und das Pigment weggenommen habe. Gehe ein bisschen rein, habe ein bisschen was auf dem Pinsel und tupfe mir das hin und sehe nichts. Das ist ja super. Das ist ja klasse. Hä? Okay, krass. Ja, jetzt kommt so langsam was. Jetzt geht so langsam dieses Braune, was ich im Gesicht habe, ins Rötliche über. Okay, krass. Den muss ich nochmal mit einer helleren Foundation testen, weil ansonsten ist der sehr dezent. Wobei, nee, vielleicht war das nur das Overspray. Jetzt wird er ein bisschen kräftiger, aber man sieht ihn trotzdem noch nicht so. Ja, der muss noch eingehend getestet werden mit einer mir passenden Foundation-Farbe, weil ansonsten geht er doch etwas unter. So, dann habe ich hier zwei verschiedene Blush-Farben. Das ist einmal Golden Gate und Hint. Das sind diese zwei. Das sind halt auch wieder welche, die einen Schimmer mit drin haben. Also Golden Gate geht tatsächlich mehr so ins peachig-rötliche und Hint eher so ins gräulich-rosenholz-tonmäßige. Was will ich denn nun? Ich glaube, ich nehme so beide. Das heißt, ein links, ein rechts und hoffe, dass sie nicht allzu unterschiedlich sind. Sehr, sehr gut abklopfen. Die Seite ist jetzt Golden Gate. Sie sehen sie nichts. Wir gehen nochmal intensiver mit dem Pinsel hinein und tragen ihn auf und dann wird er auch was. Ja. Gut. Ist ganz süß, ne? Hat einen Schimmer mit drin, was ich ganz hübsch finde. Muss man doch deutlich viel Produkt nehmen, ne? Gut. Gucken wir uns Hint an. Der. Hua! Ups. Ist eher ein Highlighter. Mhm. Aber ausgeblendet funktioniert es dann doch wieder ein bisschen besser. Man erschreckt sich dann immer so, ne? Wenn du dieses Puder aufgibst, oh Mann, denkst du dir erst so, hoch, ermisst. Das war nicht meine Absicht. Ja, und jetzt auf der Wange sieht man auch hier, ist es ein bisschen wärmer als hier. Finde ich, ne? Also ich sehe das hier so im Spiegel. So oder so, ich sehe schon ziemlich stark geschminkt aus, ne? Obwohl ich mich nicht so fühle. Das ist sehr, sehr angenehm, muss ich wirklich sagen. Okay, wenn ich mich entscheiden müsste, welchen von beiden Blushes ich schöner fände, würde ich tatsächlich hier Golden Gate nehmen. Ja. Aber auf jeden Fall in Kombination mit dem Gen Nude, mit dem hier, weil ansonsten hast du halt keine richtige Basis. Ne? So konnte ich das halt wirklich auch in irgendwas richtig einblenden, hatte dann auch schon mal einen Basisfarbton, an dem man sich irgendwie orientieren konnte. Ansonsten ist es dann wahrscheinlich auch zu krass, also zu krass schimmernd irgendwie. So, wir haben jetzt alle pudrigen Texturen soweit auf dem Gesicht aufgetragen. Dann gibt es hier ein Setting Spray, was im Adventskalender mit drin war. Das ist dieses Dew Mist Setting Spray Set Fresh Glow Hydrate Refresh. Jo, ne? Das finde ich ganz interessant. Soll man erstmal schütteln. Riecht noch nichts und kommt aufs Gesicht. Fühlt sich auf jeden Fall sehr angenehm an. Jetzt die ganzen pudrigen Texturen haben sich zwar nicht jetzt irgendwie trocken angefühlt, aber trotzdem, du weißt ja, wie viel Puder man im Gesicht jetzt so quasi drin drauf hat, ne? Also das ist ja unfassbar. So, ich nehme jetzt hier den Beauty Blender und tupfe das einfach so ein, weil man schon irgendwie so Tröpfchen im Gesicht hat und das mag ich nicht. Und da geht man nur ganz vorsichtig drüber, als würdest du dein Gesicht quasi gar nicht berühren. Aber das ist halt
wenn man so Setting Sprays drauf macht, ne, und dann so Pünktchen im Gesicht hat, nochmal mit dem Schwämmchen drüber gehen, ist so ein kleiner Tipp. Dann ist das alles ein bisschen easy peasy besser. Ha, weißt du, was ich vergessen habe? Den Highlighter. Den mache ich jetzt aber drüber. Das ist ja auch kein Problem. Da habe ich den hier, der heißt Free. Ja, frei. Dann fühle ich mal frei auf meinem Gesicht, lieber Highlighter. Ich glaube, der knallt. Und sie sollte recht behalten. Ach, schön. Der erinnert mich tatsächlich an den Bäcker Opel. Doch, Opel vor allem, ne? Opel. Opal. Nicht der Opel. Jo, natürlich ist der Look jetzt etwas glowy geworden, aber es liegt zum einen daran, dass hier ziemlich viele schöne glowy Produkte sind, auch diese Teint-Produkte, die ich jetzt unter der Foundation trage. Das Puder hat auch irgendwie einen Glow mit dabei und ich habe mir natürlich ziemlich viel Highlighter aufgegeben, weil ich es mag. Das Ganze sieht auf der Haut wirklich gut aus. Wirklich gut, wirklich gut. Und ja, muss ich wirklich sagen, ne? Also das ist sehr, sehr ebenmäßig geworden jetzt und halt auch nicht mehr fleckig. Ich dachte anfangs, als ich die Foundation aufgetragen habe, ups, jetzt wird es aber fleckig. Aber was ich jetzt auch im Bildschirm sehe, sieht ganz gut aus. Ja, die Farbe passt nicht. Aber wenn wir uns den Hals mal wegdenken, die Hände und eigentlich so, dann geht's eigentlich, oder? Naja, Mascara, da habe ich zwei Stück im Adventskalender gehabt. Das ist einmal die Lash Domination Volumizing Mascara, diese hier. Und die Lashtopia Mascara, das ist diese hier. Ich werde eine links, eine rechts auftragen. Beginnen werde ich mit der Lash Domination. Und die hat ein ziemlich riesiges, geiles, geschwungenes Gummibürstchen. Also das sieht richtig geil aus, finde ich. Mir gefällt's. Riecht angenehm tatsächlich. Jo, dann versuchen wir mal unser Glück. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Also ich muss sagen, die gefällt mir an und für sich richtig gut. Ist aber schon ziemlich dezent, sage ich mal. Ich bin ja eher so der Fan von richtig Wawa-Woom-Lashes. Deswegen glaube ich, dass ich jetzt noch eine vierte Schicht drüber setze, wenn sie angetrocknet ist. Das heißt, ich mache erst nochmal das andere Auge mit der anderen Mascara und dann gucken wir mal, oder? So, da haben wir jetzt hier die Lashtopia Mascara. Die hat so eine schöne roségoldene Verpackung, das gefällt mir auch schon mal ganz gut. Und hier haben wir ein Kunsthaarbürstchen, also ne, die zweite Variante. Das sieht ja sehr unspektakulär aus, aber sehr, sehr dicht bebürstet, nennt man das so. Riecht ebenfalls sehr dezent, aber hat noch einen leicht mandelmäßigen Duft mit. Das riecht gut. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Ich weiß gar nicht, welche von beiden mir jetzt besser gefällt. Ich guck mal. Ich glaube die Lashtopia. Die hier. Weil die Wimpern noch ein bisschen mehr schwunghaft wirken lässt. Und ich lasse jetzt, glaube ich, auch beide in der dritten Schicht drauf. Und lasse es, wie es ist. Doch. Gefällt mir aber richtig gut, weil das halt auch zu dieser ganzen leichten und recht natürlichen Geschichte passt, ne? Jetzt kommen wir zu den Lippen, so als Abschluss. Und da habe ich hier einmal Bare Pro. Ich weiß jetzt nicht, welche Farbe das ist, weil es leider nicht draufsteht. Das ist auch so ein schöner nudefarbener Lippenstift. Oh, der fühlt sich super soft an. Passt jetzt aber nicht so unbedingt zum Augen-Make-up, muss ich gestehen, aber so zur Gesamtheit irgendwie, ne? Es passt doch irgendwie alles ganz gut zusammen und ich muss sagen, dass mich jetzt durch dieses Full Face Bare Minerals, die Marke Bare Minerals, noch ein Stückchen mehr angesprochen hat, denn ich habe hier doch viele Produkte entdeckt, die mir richtig gut gefallen haben. Ja, und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Style & Talk Videos, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Würde ich mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!